Ladies and Gentlemen, willkommen zum Stream hier auf 99 Damage und ja, ohne große Vorwarnung geht's direkt los, aber wir wollen hier nichts verpassen und wir sind drin in der Piss Around Clan Mystic gegen LGB Esports und schittern da mit den Fracks in der Mitte, 2 gegen 2 Situation, Clan Mystic über kurz den Retake und Krims und Dennis, beide am A-Spot. Und der Retail kommt. Krims mit einem schönen Headshot. Dennis hinterher. Und damit das 1:0 für LGB Esports. Und damit gehen wir nochmal schnell hier in den Instant Replay. Ja, ich hab's euch versprochen. Eins der neuen Features hier auf 99 Damage. Und da schauen wir natürlich gerne mal mit rein. Da sehen wir nochmal den schönen Headshot. Beide mit einem schönen Einzelig hinterher. Und damit wieder zurück in die Partie. Bei uns zu Gast Enkai Jay von Team Wildfire. Schönen guten Morgen. Hallo Matthias. So, und damit freuen wir uns auf die DreamHack Winter 2013. So, jetzt natürlich hier ganz klar. Oh, man sieht aber keine, wie so oft gesehen, freie Runde bei dem CT, sondern man spielt hier wirklich ohne Kevlarhelm. Was in letzter Zeit relativ rar geworden ist, ehrlich gesagt. Oh, und da gibt's auch direkt die Shots gegen den B-Spot. Parts ja, noch da, Feld und Irek zusammen mit Apex Last Man Standing. So, Enkai ist ein bisschen verschnupft für die Leute, die da gerade im Stream fragen. Ist nicht gerade sonderlich warm hier in Bayern. Also gestern waren's Sonnenschein. Ja, aber wie warm war es dazu? Minus 10? Ja, gefühlt schon. Dazu noch ein kalter Wind, sehr angenehm. So, und da sehen wir auch immer die Item-Drops hier nach jeder Runde für diejenigen, die das interessiert und die immer wieder fragen. So, ich hoffe, dass ich auch mal dabei sein werde. Dann werde ich hier ein richtiges Tänzchen veranstalten. Will ich sehen. So, selbe Eco eigentlich wie gerade hier bei... Dann Mystik, man steht hier zu viert in der Mitte, einer auf B, jetzt sind es zwei auf B. Da wird ein bisschen zu früh geschoben bei dem Contact, den Q-Lee da ansagt, oder Kaylee. Na, Q-Lee. So, jetzt wird langsam B-Contact gespielt. Ne, schieben wieder raus sogar. Bombe haben sie vergessen, Olaf holt sie noch. Das Gütten ist nämlich schon komplett lang durch, was heißt lang durch, aber kann halt spotten, dass lang nichts ist. Dennis währenddessen unten in der Mitte. Hat jetzt Contact von VB. Ja, die Franzosen immer noch sehr geknubbelt da in der Mitte. Ja. So, XM macht die Spectre von Mitte oben. Dennis hilft ihm im letzten. Wieder eine Flawless Echo. Sehr richtig hier. Das Money Management. Dann Mystic wird jetzt auf jeden Fall die Runden, die sie als CD spielen, sehr aggressiv spielen. Also, Q-Lee ist einer, der halt. Genauso wie Apex gerne mal irgendwo alleine einfach offensiv reinpusht, sei es Lower oder sei es einfach kurz offensiv Richtung Palme. Solche Moves wird man sehr häufig von ihnen sehen. Wohingegen das AGB meist eigentlich safe spielt als CT. So, erste Equip Round für Clan Mystic, gehen direkt zu dritt den B-Spot decken. Q-Lee an lang offensiv und Irek schiebt in die Mitte und Mitte stehen sie jetzt sehr gut eigentlich. Aber der Read aber mit Split auf B geht leider nicht auf. Ein kleiner LGB geht hier geschlossen, einfach kurz durch. So, gleich kommt dann die Gerdy Flash, wenn die Smoke hier weg ist. Und dann wird man hier einfach durchgasen. Und, unlucky Timing, Apex schiebt gerade in dem Augenblick CT-Base rein. Jetzt ist nur noch Irek da alleine auf A. So, der hört jetzt natürlich unzählige Granaten-Flashes aufgehen. Muss aufpassen, dass es keinen CT-Base-Job gibt, aber Apex rechnet damit gerade. So, jetzt eine gute Flash und dann kann Irek rumziehen. Oh. Aber er ist ja selber gut geflasht und. Ja. Die ganzen A-Spieler fallen. Bombe kann gelegt werden. Das war schade. Also, ich weiß nicht, ich habe keine Flash von der Terrors ehrlich gesagt ins Gruß kommen sehen. Deswegen muss es ja wohl eine Flash von den CDs gewesen sein, die ihn da geflasht hat. Wenn er die Flash nicht kommt, dann macht er vielleicht ein bis zwei. Dann kann auch direkt die Headshot-Schräge helfen, der war ja auch schon da. Wirklich schade. Kirishima versucht seine Waffe rum durchzubringen.
So, für alle, die es immer noch nicht verstanden haben mit den Item Drops im Twitch-Chat, das Ausrufezeichen Drop, das hat keine Auswirkung auf irgendwelche Drops. Es ist lediglich eine Info, damit ihr Bescheid wisst, dass hier auch Items gedroppt werden. Also, keiner. Wenn ihr wirklich Drops haben wollt, addet einfach Matthias in Steam. Ja, wenn ihr wirklich Drops haben wollt, dann facebook.com/meinknochen. Oder ihr ruft Enkel auf dem Handy an. die Nummer. So, Anti-Eco hier auf Seiten von LGB. Die Runden davor wurden eigentlich auch immer Richtung B gespielt. Jetzt erneut Richtung B. Schnell sogar. Diesmal kein Contact, sondern direkt Gas. Da steht halt Kiyoshima mit der gesaveten M4 noch. Wu hat's auch da. Und die Runde sieht halt sehr, sehr, sehr schlecht aus. Oh, aber Dennis. Wie viel kann er da noch machen? Dennis, für all diejenigen, die es noch nicht wissen oder gesehen haben, der ist auch in diesem NIP-Video zu sehen, glaube ich, im Teil 2 oder Teil 1. Ja. Für alle, dann die es nicht gesehen haben. Skütten, auf, oder? 99 Damage in den Headlines findet ihr die Doku auch nochmal verlinkt. So, und Dennis entscheidet sich wohl dazu, die AWP zu saven, was auf keinen Fall falsche Entscheidung ist. Ja. Ich sehe hier leider gerade nicht das Geld. Ja. Aber ich denke mal, auch Clan Mystic wird da auch keine Anstalten machen und den versuchen zu jagen. Die haben 4 Runden in Folge verloren. Erst jetzt gewonnen und auch nur teilweise mit Farmers. Und müssen halt noch 2 Waffen für Kiyoshima und Apex droppen, deswegen werden die AWP von Dennis einfach nicht gehuntet. So, jetzt wird hier noch AK geswitcht. Sieht mal viel besser aus. Jo, und damit die erste Runde für die Franzosen. Oh, Bot Onko hat einen Drop bekommen. Endlich. Oh, Dennis. Keine Schütten. Shot in der Mitte. Aber Schütten vielleicht jetzt nochmal den Contact gegen den Puny. Oh, das ist gefährlich. Hat jetzt angesagt, dass lang nichts drüber ist. Oder lang nichts ist. Und jetzt hat Kuli doch verzögert lange genommen. Ayorek hier. Der Kante an kurz, jetzt hat er den Contact. Jetzt kommt die Flash. Oh, die kommt vielleicht zu spät. Ne, die kommt perfekt. Oh, Ayorek. Da waren so viele blind, der wusste nicht, auf wen er schießen sollte. Apex direkt das Gesicht hinterher. Krass. Ah, ja, ja, und jetzt wird halt wieder gesaved bei Clan Mystic, ne? Wirklich schade, ich weiß nicht, ob du drauf warst auf IRAC. Aber da kommt die gute Flash von Apex vom Spot. Aber er ist sich sehr unsicher gewesen, wusste nicht, auf wen er schießen sollte, und dann hat er einfach mal reingesprayt. Du siehst das Resultat. Hütten, alle sind angedamaged. Exim, der einzige nur noch mit 13 HP. Olaf könnte jetzt von oben noch ein bisschen Druck machen. Wieder eine Force-Buy-Runde hier bei Clan Mystic, man sieht teilweise Farmers. Ja, sie müssen jetzt natürlich reagieren und was machen. Dick. Iron, glaube ich, nur mit einer 5-7 sogar. Hat hier für Kuli die AWP gedroppt. Und hat sich bis jetzt auf jeden Fall mit dem First Track bezahlt gemacht. So, und sieht eigentlich viel dieser selbe Aufbau hier bei LGB. Das sieht wirklich
zu dritt bzw. zu viert in die Mitte wollen und dann zu viert oder zu fünft halt kurz einnehmen wollen, aber QD wieder mit dem Frag mit der ABP. Und es ist jetzt wirklich gut gespielt hier eigentlich. Sie machen den Frag mit der ABP einen kurz und dann schieben sie mit der ABP halt weiter, rotieren sie, schieben sie weiter entlang. Aber LGB entscheidet sich mit rauszugehen und das ist genau die richtige Lücke eigentlich. Jetzt kommt Apex durch die Smoke von hinten. Aber er ist nicht drauf. So, jetzt muss der B-Spieler stehen. Ayurek. Und er macht. Kyoshima war das. Und er macht zwei. Ganz wichtig, diese beiden Frags da. So, Krims versucht jetzt natürlich die One-on-One-Situation herzustellen. Bombe liegt im Spot down. So, muss natürlich erstmal Katas ausschließen. Nur zwei ist eigentlich, okay, gut, beide müssten vor B sein. Da weiß eigentlich, dass Qli die AWP hat, müsste eigentlich auch wissen, dass die AWP meist immer unten am Tor abgestellt wird. 9 Sekunden noch. Jetzt wissen sie, der Plant muss durch. Ja, und dann Qli mit dem dritten Frag der Runde. Schön. Also endlich mal wieder eine Runde für Clan Mystic. Und ja, die nächste muss her, ansonsten sind sie wieder Money Broke. Allerdings, AWP, das ist immer so das Problem bei den CTs. So, QD wieder an kurz offensiv. Spottet er Lower oder Mitte? Ne, Mitte. Er guckt Mitte. Oh, und dann kriegt er das Gesicht von Lower. Du siehst, wieder selber Aufbau hier bei LGB. Vier Leute über Mitte, nehmen jetzt kurz ein. Exim kommt jetzt auch noch nach von Lower. Die haben ja auch gar keinen Backstab oder so, also die gehen einfach irgendwie auf Gangbang kurz durch. Das klappt halt natürlich auch. Harz kommt auch. Noch 2 und 2, also. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber seit dem letzten Update habe ich immer so teilweise so. Ja, das ist hier auch den Bug, dass Spracks nicht angezeigt werden. Ja, das ist auch. Das ist aber schon vor dem letzten Update gewesen. Dann vor dem letzten Update eben. Und sie spielen den Retake über kurz und lang, splitten sich auf. So, Flash lang ist bekannt. Apex nur noch 11 HP. Also direkt einen guten Shot bekommen. Bombe trotzdem noch nicht gelegt bei LGB. Aber sie haben auch noch die Zeit. Kyoshima macht beide. Nice. Schöne Frags von ihm und damit die dritte Runde für Clan Mystic. Und die war sehr, sehr wichtig. So, schauen wir nochmal ganz kurz hier. Im Instant Replay. Diese beiden Frags. Counter-Terrorist-Win. 3-5, 5-3. Bei den Ts reicht es nochmal für Geld. Aber in der nächsten Runde. Ich gehe davon aus sogar. Leider wird das Geld momentan nicht angezeigt. Das ist noch ein Bug, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt so eine kleine Entscheidungsrunde ist. Wer diese verliert, wird in die Eco gehen. Ja, das Game scheint bei mir pausiert zu sein. Ja. Ja, und das neue Feature hier mit dem Instant Replay. Ich hoffe, ihr schaut auch mal bei 99 Damage im Forum vorbei, denn dort in dem Feedback-Thread, da könnt ihr gerne mal eure Meinung abgeben über das Instant Replay, da es unter anderem auch vorgeschlagen wurde. Also ihr seht, ich schaue natürlich immer auch über die Kommentare rüber, über das Feedback, versuche das zu realisieren, was möglich ist und was im Rahmen des Möglichen ist. Ja, das machst du super, Matthias. Das größte, die größte Frage wird natürlich sein für die Ärztekammer momentan in Deutschland, beziehungsweise sogar wahrscheinlich in Europa, über den plötzlichen Dreamhack-Virus. Wo natürlich die Frage groß ist, woher der auf einmal kommt und wie lange er andauern wird. Ja, und jetzt ist der GoTV down. Ja, und Connection funktioniert leider auch nicht. Könnten natürlich auch einfach so ein Matchmaking casten, Matthias. Ist auch bestimmt sehr ansehnlich. Ja, geh du schon mal rein.
Klasse. Oh, warte, jetzt kommst du wieder zurück. Multivirus sagst du, ja? Der DreamHack-Virus, ja? Ja, wie viele da einen blauen Schein haben, das will ich nicht wissen. Beziehungsweise einen gelben Schein. Also, ich habe da gar keinen Schein. Okay. Dein Schein einzigen Schein, den ich habe, ist der Heiligenschein. Dein Schein gilt fürs ganze Jahr. Ja, so requesting GoTV Connection bei mir, Matthias. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich bin drauf. Du bist drauf, sagst du, ja? Nein. Schade. Down, und zwar für alle Caster gerade. Ja. Schade, ne? Das ist natürlich doof jetzt, ne? Das ist wirklich doof. Wenigstens kann man sagen, dass es in eine Pause reingefallen ist, beziehungsweise in einen Teil der Pause. Das weißt du ja nicht. Ah, kann sein. Muss aber nicht sein. So, ansonsten schauen wir bei Navi gegen Fnatic vorbei. Go, go, go! So, wir können ja mal bei Navi Fnatic schauen, aber... Ja. Ist es ein Vorschlag oder ist es ein Task für mich jetzt? Also, ich hab's probiert, aber da kommt das Gleiche. Requesting GoTV Connection. Da kommt das Gleiche, uiuiui. So, mal gucken, ob ich schon ein Item gedroppt bekommen habe. Ich hab ein neues Item im Inventory, ja. Ja, aber nicht das, was wir brauchen. Natürlich, die Nova Hazelnut. Wer will die nicht? So, jetzt ist auch gerade kein Match mehr live. Guck mal hier bin ich. Nice, hä? Wo bist du? Hier, der vierte Stream. Wenn du auf Streams gehst. Ach, jetzt sehst du. Ist das nicht schön? Jo. Also, wir kriegen gerade die Info, dass auch die Spieler vom Server runter sind wohl. Ah! Ja, Apex wird mir hier in einer Competitive Lobby angezeigt. Vielleicht spielen sie jetzt noch kurz Matchmaking zwischendurch, damit sie sich warm halten, wer weiß. Dir mal an hier, was es alles für Streams gibt. Weltklasse. Tja. Und sonst so? So ist das leider. Ja, genau. So ist der erste Test. So, also, wir kriegen gerade die Info von vor Ort von unseren Redakteuren von 99 Damage, der Moose und X-Ray. Beide vor Ort. So, Server mussten gerestartet werden, deswegen auch bei Mystic Pause, weil sonst Fnatic gegen Navi nicht starten kann. Klingt komisch, ist aber irgendwie so. Ja, das hast du jetzt aber dran gedichtet. Das, glaube ich, hat nicht der Mirko geschrieben. Was? Ja, das hat der Mirko, glaube ich, nicht so geschrieben. Doch, das war eins zu eins vorgelesen. Ja, kannst du bitte einen Screenshot davon machen? Nee. Würde ich jetzt gerne sehen. Also erstens kann ich dir keinen Screenshot von intern geben, aber ich kann es dir gerne in Teamspeak unten posten. Achso, wo hast du das denn bekommen? Ich hatte das WhatsApp bekommen oder so. Nein, in unserem internen Channel. Sowas gibt es. Ich sehe das aber irgendwie nicht hier mit diesem klingt komisch, ist aber so, ne? Also das... Ja, das habe ich gesagt. Achso, das hast du gesagt. Habe ich gerade nicht gesagt, dass du das gesagt hast, oder? Hier, komm. Benutz doch mal diesen Mute-Schalter am Mikrofonkabel. Hab ich leider nicht. Hab ich leider echt nicht. Ich hab nicht mal meinen Volume Controller an meinem Headset. So,
Vielleicht können wir mal bei einem Matchmaking zuschauen dann in der Zeit. Ja, solange würde ich sagen, nutzen wir mal die Zeit und schauen ganz kurz mal über unsere Coverage rüber. Du meldest dich, sobald es hier live geht, ne? Ja, selbstverständlich. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Also, 99damage.de, dort findet ihr natürlich während der DreamHack Winter alle Informationen rund um das Turnier. Zum einen wird hier die Update-News immer wieder gepflegt, falls ihr das eine oder andere verpassen solltet oder noch nicht schauen könnt, weil Arbeit oder ihr im Supermarkt einkaufen müsst, damit ihr für abends durchhaltet, was weiß ich. Also, in der Update-News wird alles zusammengefasst. Ansonsten kommt ihr natürlich in die Coverage. Entweder hier auf Coverage klicken, hier oben auf Coverage klicken, hier auf Coverage klicken, im Match auf Coverage klicken. Also es gibt viele Wege, wie ihr reinkommt. Und dann seht ihr natürlich alle Informationen rund um die DreamHack Winter 2013. Zum einen natürlich die Matches hier aus der Gruppe A, Gruppe B, C, D, C und D, die erst morgen laufen. Die Teilnehmerübersicht und dann natürlich auch das Preisgeld. 100.000 US-Dollar gibt es zu gewinnen für den ersten Platz, 50.000 US-Dollar für den zweiten. Ja, und für Platz 3 immer noch 22.000 US-Dollar. Also da gibt es wirklich jede Menge Geld. Und alle Teams, die hier in der Gruppenphase dabei sind, bekommen direkt 2.000 US-Dollar. Also jedes Team hier im Main-Tournament ist auf jeden Fall mit Preisgeld belohnt. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr schönes Ding. Ja, ansonsten findet Match ihr hier den Zeitplan. Live angezeigt, Matthias. Okay, dann aber gehen wir direkt live. Scheint wohl so, als ob noch dieses Configuring Relay am Start ist. Wobei, nee, jetzt geht's bei mir. Ja, ich bin so. Ah, jetzt heißt Server ist voll. Klasse. Ja, das wird immer erstmal wieder ein bisschen dauern. Ja, ja. Ich hoffe, dass das Ergebnis natürlich auch jetzt ordentlich angezeigt wird. So, dann heißt es wieder warten. Aber warten tun wir doch gerne, Matthias. So, Joining Lobby, sieht gut aus. Server voll. Sieht Weltklasse aus. Was gab es denn bei dir heute Morgen zum Frühstück, Matthias? Müsli. Müsli? Yep. Hast du dazu so, Saft getrunken? Geht los. Nein. Klasse. Schwarzen Tee. Den ich von einem Zuschauer geschickt bekommen habe aus Lübeck. Falls er gerade zuschaut, vielen Dank. Ja, Lemon, irgendwas mit Lemon. Also schöner schwarzer Tee, super. Das ist natürlich echt super, dass du den jetzt grüßt und sagst, er ist irgendwas mit Lemon. Klasse, Matthias. Ja, ich weiß gerade nicht mehr den genauen Namen. Aber ach so. Da ist was, nicht er heißt irgendwas mit Lemon, sondern der Tee. Ach so, okay, ey. Wie heißt er? Du musst ja schon, ja, das würde er schon ganz gerne hören, wenn er jetzt gegrüßt werden würde. Ich weiß nicht, ob er das möchte. Das weiß ich natürlich nicht. Aber Marcel Heidemann. Also, danke, falls Marcel. Er zuschaut, liebe Grüße. So, bei mir kommt nur Connecting to Server. Ist bei dir jetzt schon irgendwas? Nee, bei mir genau das Gleiche. Klasse. So, und wieso weiß der deine Adresse, wird gefragt. Das Paket wurde ins Büro geschickt. So, hoffen wir mal, dass es jetzt wieder funktioniert. Also, es ist natürlich jetzt hier auf der DreamHack Winter das erste Mal der Fall. DreamHack Winter, ja, diesmal als der nächste große Test, wo natürlich auch Valve mit dem Preisgeld das Preisgeld erhöht hat.
durch die Community, die sich hier die Esports Cases und Keys gekauft haben und damit eben insgesamt den Preisgeldpool der DreamHack so erhöht haben. Ja. Und jetzt werden hier natürlich nochmal einige neue Sachen getestet, wie beispielsweise, dass man in-game über dieses Watch-Feature zuschaut. Es gibt auch für uns Caster keine direkten GoTV-IPs, sondern wir müssen damit arbeiten, was uns hier zur Verfügung gestellt wird. Ja, und damit kann man halt nur hoffen, dass es nicht allzu viele Probleme bereiten wird. Aber, ja. So, jetzt kommt wieder Server full. Ja, und man kann nichts machen, außer es die ganze Zeit testen, testen, testen. Würde interessieren, wie viel Valve denn wirklich schon damit gemacht hat, beziehungsweise wie viel sie in andere Turniere reinstecken könnten, weil du erinnerst dich, es wurde relativ schnell announced, dass man hier das Turnier mit $250.000 supportet. Ja. Das war nach relativ kurzer Zeit damals, ich glaube nach 2 Wochen oder so. Ein war Monat. Das dann schon. Monat? Ja. Ja. Und seitdem ist einiges an Zeit vergangen, sprich einiges mehr an Cash Mash, das sich theoretisch angehäuft hat. Tja. Aber bei den Events, die du spielst, wird das sich nicht aufs Preisgeld auswirken. Boah, Matthias, was bist du jetzt direkt so? Ich hab da mal so ein Spiel von euch gesehen. Wirklich? Wie war das? Also, sehr, sehr gutes Lehrmaterial für Leute, die wissen wollen, wie man es nicht macht. Nicht macht, okay. Bin ich jetzt schon voll gemeint von dir. Wie fandest du denn selber dein Spiel, wenn man mal ehrlich ist? Also nicht deins persönlich, sondern... Meins persönlich. Euer Spiel. Wenn wir ehrlich sind, dann können wir sagen, dass wir sowohl das erste Match als auch das zweite Match aus der Hand gegeben haben und das verschenkt haben. Ja. Also ergo sind wir doch die Besten eigentlich trotzdem noch immer, oder? Ja, um Lehrmaterial zur Verfügung zu stellen, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich schon, das ist natürlich jetzt schon gut. Ach ja... So, mal gucken, ob wir zu Navi reinkommen. Aber eigentlich würde ich gerne hier Mystic weiterschauen. Vielleicht kannst du ja mal hier das Scoreboard gucken. Scoreboard gucken. Ja, du kannst ja hier raufklicken und dann Open Scoreboard oder sowas, ne? Also ich konnte jetzt... Aber das ist richtig, ja. Steht noch immer 5 zu 5. Ich weiß nicht, wie viel stand, als wir rausgegangen sind. 5-3, beziehungsweise dann 5-4. Okay. So, also das Game läuft auf jeden Fall weiter, so viel steht fest, aber wir haben natürlich keine Chance hier zu connecten. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Ja, nichts, wogegen wir irgendwas tun können. Also bei den anderen Streamern genauso, ich bin ja da auch wieder im Official Channel mit allen Streamern, die hier ebenfalls gelistet sind und die haben alle gerade das gleiche Problem. Man liest nur 10 Retrace, dot dot dot, Fnatic vs. Navi same und trauriger Smiley mit 10 Klammer auf. Tja. Die Info kommt jetzt gerade auch rein, dass der DreamHack 2 DS wieder auf dem GoTV ist. Ja, das ist schön. Ich weiß noch nicht, inwiefern uns das tangiert. Na, insofern, dass wir selber trotzdem nicht raufkommen.
natürlich unangenehm. Aber weißt du, wie du uns den Morgen auf jeden Fall erheitern könntest, Matthias, indem du mal wieder kurz deine prächtige Frisur in die Kamera hältst? Verstehe ich nicht. Ja, also ich fand deine Frisuren in den letzten Wochen echt phänomenal. Ja, heute. Insbesondere war es am besten, glaube ich, zu diesem Face-Turnier. Da hast du mir echt Jock Güzel, Matthias. Mehr muss ich nicht sagen, glaube ich. Hätte ich ein Messer dabei gehabt, hätte ich sofort ein bisschen von deinen Haaren abgeschnitten und auf mein Brot geschmiert. Ich dachte in Tütchen und aufgehoben. Nee, nee, nee. Jetzt hau doch mal da hier 30 Relay-Server drauf. Meine Güte. So, ich probiere mal einen anderen Trick. Schade. Hat auch nicht funktioniert, der Trick, oder wie? Nö. Schade. Doch, jetzt Doch, geht's. jetzt geht's. Jawohl. Da bin ich doch drauf. Klasse, Matthias. So, also, auf geht's. Zurück ins Game. Und ja, das Einzige, was wir noch gesagt bekommen haben, dass auch ein anderer Cast jetzt wieder drauf ist, aber es ist ein bisschen laggy, meinte er. Also, schauen wir mal. 7 zu 5 auf jeden Fall der Spielstand für Mystic, die am Anfang da deutlich mehr Probleme hatten, ins Spiel zu kommen. Jetzt aber die letzten Runden geholt haben, ja, und es ist wirklich laggy, also er hat nicht gelogen. Warum sollte er denn lügen? Weiß ich auch nicht. Dass du einfach wegbleibst, oder? Er die ganzen Zuschauer abstaubt. Wäre seine einzige Intention. Aber jetzt geht's doch eigentlich. Ja. Ja, ein echt starkes Comeback hier auf jeden Fall von Mystic. Ja, absolut. Hier 2-5 oder 1-5 lagen sie zurück, glaube ich. Und machen jetzt hier ein 7-6 draus. Und man sieht hier Kirishima mit einer Autosniper. Juli mit AWP. Das haben die auch gegen uns häufig im Training gespielt, als sie zu zweit, also so diesen amerikanischen Spielstil übernommen haben mit zwei Snipern. Juli wird an kurz geabt. Gemeinsam Ja, mit aber Lang Apex. ist sofort eingenommen von LGB. Und da wird gleich Eric ein bisschen Probleme kriegen. Oh ja. Kann ansagen, Lang eingenommen. Juli und Apex schieben beide sofort zurück. Olafmeister konnte in die Grube kommen. Und das reicht jetzt eigentlich. Prims könnte da eigentlich rausgehen von lang. Schau mal, wie gut hier eigentlich Mystic auf A steht. Sie stehen hier zu viert wirklich am A-Spot. Jetzt werden sie wahrscheinlich gleich gesplittet. Exem und Dennis machen sich auf den Weg, kurz einzunehmen. Jetzt muss Qli aufpassen. Der wird nämlich gleich geflankt. Oh, das hat er, glaube ich, angegriffen. Doch, jetzt hat er es auf dem Schirm. Flashback. Jetzt geht's Wird Mitte geflasht, raus. darunter. Hat sofort den Hit abbekommen. Oh, und das ist Sehr, sehr schöner das Go. Guter alleine auf Call. B. So, aber er hat die Autosniper. Und er kann aber kann gar keinen keine machen. machen. Das ist das Problem, wenn du eine Sniper noch auf B hast, wenn B gesplittet wird. Bist du immobil, du kannst nichts machen. Du bist sofort überrannt. Aber direkt der Retake hier von IREC und Apex über die Cutters. 2 gegen 3. Und Irek, low AP mit 5. Muss da rausgehen, kann nichts mehr machen. Und er schiebt über die T-Base weg. Ja, das ist der Ausgleich. Und da
sehen wir nochmal ganz kurz die Aktion in den Cutters. Frag fällt. Und dann muss er wegschieben und safen gehen. So, und Krix, der Glückliche, ein Item gedroppt bekommen. Aber finanziell scheint es hier nicht allzu schlecht für kleinen Mystic auszusehen. Man sieht hier wieder eine AWP bei Qli. Apex wird wieder mal kurz geappt. Nur noch 17 AP, 19, sorry. Das ist das, was sie angesprochen hat, dieses so, und jetzt alleine Vorgas von Apex. Ja. Jetzt muss er leise sein. Muss T-Base schauen erstmal. Aber er macht den Frag trotzdem. Hier gegen zwei und sie mussten eigentlich lang angewiesen sein. Jo. Apex weiß sofort Bescheid. Oh, gibt noch ein Gesicht und jetzt sind beide low hier bei LGB. Ja, Kiyoshima macht das auch gut, läuft schon T-Base an. Ja, und LGB lässt sich da sehr, sehr viel Zeit. Runde sieht gut aus für Mystic. Die achte CT-Runde damit. So, hart gleich mit dem Contact, aber Kiyoshima kann da von B über T-Base gepusht. Dann ist der Wurm drinne, dann ist er drauf, aber irgendwie auch nicht und bekommt den Frag halt nicht. 8:7 die Halbzeit für Clan Mystic und nach dem anfänglichen Start ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Comeback der Franzosen. 8 Runden rausgespielt. Ja, damit lässt sich arbeiten. Und sehr, sehr lange Halbzeitpause hier für die Teams. Das ist doch eine gute Möglichkeit, dass wir auch ganz kurz abgeben in eine ganz kurze Werbung und dann sehen wir uns gleich zurück auf 99 Damage. Und damit schauen wir hier wieder in das Match vorbei. 14 Sekunden, dann geht's weiter mit Halbzeit 2, 8, 7 für die Franzosen. Und die Schweden könnten hier das erste Match verlieren. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Und ja, hier in der Gruppenphase ist schon jedes Spiel quasi ein Endspiel. Wer dieses Match verliert, muss ins Lower Bracket. Ja, da trifft man auf den Verlierer von Navi Fnatic. Das ist genau. Auch in Wirklichkeit ein leichtes Los. Ja, und es könnte wirklich sein, dass wir direkt ein schwedisches Duell danach haben. Ja. Im Lower Bracket. Oder vielleicht auch im Upper Bracket. Ja. Fnatic führt momentan 5:0 gegen Navi auf Mirage. Okay. So, man sieht hier eine schnelle Runde bei Clan Mystic. Man geht alleine hier nur mit Kyoshima kurz an. So, kann also sagen, sehen, was auch immer, das kurz nichts ist. Lange hatte, glaube ich, Apex. Weiß Apex oder IREC? Ich weiß es gerade nicht. Contact. Nun entscheidet man sich gemeinsam kurz durchzugehen. Exim konnte da einen entstiegen spotten.
Ah, A fängt jetzt mit dem Contact lang. Ja, und er schiebt raus. Man spielt A auf jeden Fall auf Retake hier bei LGB und Olaf Meister mit einem wichtigen Frag gegen Apex, der kann natürlich nicht mehr backstabben kommen. Das ist richtig wichtig für die und jetzt fallen die Frags auf Kurz. Auch die Kurzspieler. Harz versucht schnell gegen zu pushen, muss aber in die CD-Base floppen und Thule ebenfalls mit dem Problem. Beide fallen da gleichzeitig. Diffuse ist da und LGB holt sich die zweite Pistol Round. Ja, wirklich stark gespielt von ihnen. Keyfrag war hier auch meiner Meinung nach der Frag einlang gegen Apex. Der sonst eigentlich sehr, sehr gut backstabben kann, theoretisch. Aber der ist da einfach ein bisschen zu früh in lang reingegangen. Und somit war ihn eigentlich klar gut. Von lang kann nichts mehr von hinten kommen. Somit hat auch kurz einen Druck gemacht und dann fielen die Frags einfach. Schade. Für Clan Mystic. Und man sieht wieder bei den Franzosen lediglich PZ50. Keine Helm, Kevlar. Ja, Canterbury Games Eco. So, dann hoffen wir mal, dass Valve das vielleicht noch während dem Turnier auffixt, dass das Money wieder angezeigt wird. Wäre schön, ja. Genauso funktionieren auch die Statistiken nicht. Meisten Terrors haben jetzt hier sowieso, ja, bei 3 dabei gelegte Bombe. Flashbang. Jetzt kommt die Flash hier rüber. Man geht jetzt gemeinsam kurz durch Job CT Base und oh, unlucky für Apex. Olaf, gute Flash von ihm. So, Olaf fällt da nochmal. Thule. Wie lange kann er noch überleben? Jetzt down. Also, jo. Keine schlechte Anti-Eco von RGB. Nur Olaf gefallen. Waffe wird aber auch wieder mitgenommen. Mystic kommt natürlich hier. Navi mit der ersten Runde auf Mirage. Und Fnatic auf der T-Seite unterwegs, das habe ich mir schon fast gedacht. Spielen eine extrem gute T-Seite auf Mirage. Auch schon bei den MSI Beaded Finals gezeigt. Letztes Wochenende. Sehr, sehr langsamer Aufbau hier von Mystic. Und das scheint auch erste Quick-Round für sie. Geht natürlich darum, hier keinen Fehler zu machen. So, und Harz, was ist seine Rolle jetzt in dieser Runde? Fällt dann nochmal lang mit einer Flash, oder? Ja, jetzt kommt er lang, Fake. Aber das ist zu wenig. Das ist zu durchsichtig einfach. So, und Crims wird sie. Hat da ganz schlechtes Timing, schade. Wird da richtig auf den falschen Fuß erwischt. Boah, was macht Kuli denn da? Das richtig unnötig da zu sterben. Mit der Disco-Hand hochgehüpft. So, Dennis Olaf im Reload läuft er da in die Cutlass rein. Alle drei vor 3 gegen 3 Situationen. Kann das ansagen, Cutlass frei. Und Eric. Eric wird geholt, rumgedreht. Kyoshima, da steht. Apex noch mit dem Frag vor gewesen aus den Cutlass und dann Kyoshima mit dem letzten Frag. Und die erste Runde geht an die Jungs von Clan Mystic. Die erste Equip hier geht auf für die Franzosen. Ja, gutes Timing da erwischt gegen B-Spieler. Krims war das, glaube ich, meinst du? Ja. Ja, er hat die ganze Zeit auf Schlitz abgeaimt und er hätte da 2 Sekunden länger noch hingeschaut. Wäre es perfekt gewesen, aber er macht den Step zur Seite, will eine Flash bringen und rumziehen. Und in dem Moment kommen sie halt raus. Also, viel, viel Pech natürlich. So, jetzt wird hier kurz eingenommen. Apex hat da den Contact. Viele von AGB sind CT-Base gejobbt. Hat das gepusht währenddessen?
gut, Dennis. Der Digger kann ja leider keinen machen. Apex beschützt ja gut die Waffe und kurz. Ja, und jetzt gilt es natürlich für kleinen Mystik hier, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Keine Waffen mehr verlieren, Bombe noch legen. Damit man hier auf jeden Fall ein sehr, sehr sicheres Geldpolster aufbauen kann. Und das 10:9. Führung wieder zurück bei kleinen Mystik. Jo, und wir sehen hier bei LGP jetzt direkt die AWP bei Dennis. Und bei Mystic mit Culi. Doch, er setzt da keinen Hit ab. Harz pusht auch nicht lang, gute Entscheidung, denn da standen sie ebenfalls zu zweit. Ja, und dann erstmal Standardaufbau von den TS. Oh, Olaf wird hier auf dem falschen Fuß gerade erwischt. Das kriegt er, oh, direkt die Nate auch ins Gesicht. Ciao. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, da so zu sterben. Muss der Endes ein bisschen mehr in die Mitte schieben. Und da legt Culi schon für ihn an. Da entscheidet sich doch um. Grimms pusht währenddessen Cutters. Aber es ist gut, dass LGB jetzt die Initiative ergreifen will und. Müssen sie ja, sind ja in einer Unterzahl-Situation, sind damit gezwungen, irgendwas zu machen, Info zu kriegen. Und das spielt natürlich Mystik genau richtig. Bleiben immer defensiv irgendwo stehen. So, der ist verbannt. Ja, schön ausgespielt. Keine Waffe verloren bei Mystik. Gut fürs Money-Management bei ihnen. Das Problem gerade war so ein bisschen erstmal der Frag, den sie da kassiert haben, gegen Olaf an kurz. Und dann sind sowohl Cutters B als auch lang gepusht. Wenn er eigentlich nur B-Cutters pusht, dann ist es genau richtig, weil dann wissen sie, okay, B-Cutters ist nichts, es muss auf jeden Fall A werden. Dennis kann dann Mitte komplett schieben eigentlich. Aber dann zwei Seiten pushen, kassieren sie an beiden Seiten die Frags. Und so, und jetzt kann es übel werden. Gut, B-Stack, ja. Oh, kriegt er noch einen? Dennis kriegt noch einen. Irek auch low, damit nur noch Harz. Und er ist weit weg und wird damit Cutters rechnen. Spottet zumindest. Und jetzt pusht er erstmal den Spieler hier, aber der ist weg. Skitten, Schütten ist weg. Jetzt spielt Harz natürlich die entsprechende Weltreise. Guter Hit dann noch gegen Skitten. Da habe ich die Kugel also schon an ihm vorbeifliegen gesehen. Flashback. Ja, aber LGB spielt es hier gut. Einer faced unnötig alleine. Flashback. Ja. Gut gespielt von Olaf Meister. Schöne Eco hier. So, QD kriegt die AWP gejobbt von Apex. Und Dennis hat auch wieder die AWP. Ja. Man Mystic spielt lang immer sehr defensiv. Bisher noch kein einziges Mal da wirklich offensiv lang eingenommen. Also viel Respekt da auf jeden Fall auch gegen die Schweden. Ja, ein sehr, sehr enges Match. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass LGB beide Pistols gewonnen hat. Sowie eine Sparrunde. Das auch, ja. So, jetzt gibt es hier gleich einen Langtake von Mystic.
da steht nur Skytten ganz alleine und der hat weit und breit keinen Mate irgendwie in der Nähe. Muss da mindestens einen Frag machen. Jetzt kommt eine gute Flashlange, er ist Gold. Er kann lang die Steps ansagen, mal gucken, ob da jemand steht und jemand hilft. Support. Jetzt kommt Olaf. Flasht da einfach gut gegen. Oh, krank, das Glück. Wow, super Flash. Super Flash und Apex. Was kann er noch machen? City Base bekannt, aber. Boah, Wahnsinn da. Schön an lang. Jetzt kommt der Go und dann kommt nochmal eine gute Flash. Für Schüttendort. Und da steht. Da war echt. Gute Support Flash, auch wenn die bisschen spät fast sogar kam. Wenn Mystic dann einfach rausgasen würde und den umrennen würde am Container, dann hätte das anders ausgehen können. Oh, schneller Langtag jetzt hier in der Ecke. Oh, es wird wieder mit 3 Frags. So, und die nächste Runde LGB, zweite Runde in Folge. Und damit die Führung zurückerkämpft hier im Spiel. So, Langtank wird angefangen, währenddessen geht es ganz schnell kurz durch. Und da steht eigentlich nur hier Olaf mit AWP, konnte den ersten machen. Oh, jetzt könnte es durchgehen eigentlich. Ja. Oh, da fallen die. Da fallen die Frags. Da gibt es im Teammate auch Headshot. Und dann ist alleine gegen 3. Dürfte nichts mehr passieren. So, und da ist ja wieder der Ausgleich. Schöne Geschichte. Auf jeden Fall. Jetzt werden hier Waffen gelegt bei LGB. Einfach eine sehr wichtige Runde zu werden. Ich sehe leider nicht das Geld bei ihnen, aber ich könnte vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall einer der Key Rounds jetzt wird in der zweiten Halbzeit. So, wieder der Standardaufbau hier. Dritte bei Katas bei Mystic. Kriegt man eine Flash für Katas unten, dass man rumgehen kann. Apex zieht rum. Ja. Kurz wurde hier eingenommen. Fire Rack mit dem First Rack in der Mitte gegen XM, der der Arschhieber war. Ja, kurz ist wieder frei. Komplett frei. Beste wäre es jetzt einfach wieder kurz durchzugehen, auf A die Bombe zu legen, kurz halten. Harz kann dann sie wissen natürlich nicht, dass der Arschbomb leer ist. Oh, jetzt kommt aber der Go. Ach, ein Harz, der Spieler ist so gut, macht da immer wieder Stress an lang, dass die Spieler da nicht Richtung Spot facen gehen können. So, und jetzt ist er kurz da. Schön. Also perfektes Timing, gut gemoved. Und Support ist da. So, Dennis, Olaf werden wieder versuchen, die Waffen durchzubringen. Aber Mystic schon on hand. Dennis hat die Waffe wohl durchgebracht, aber gerade so.
So, und LGB ist tatsächlich gezwungen zu sparen. Das könnte das 14 zu 12 schon sein. Hat's da gut lang abgedeckt, kann die zwei Spieler machen, die dort offensiv pushen wollten. Und währenddessen, Kyoshima wirft da gegen Dennis. So, Dennis alleine gegen 4, das ist auf jeden Fall das 14-12. Und LGB, wir wissen nicht, wie viel Geld sie noch haben, aber es dürfte nicht viel sein. So, einen macht er noch. Jetzt hat er mal währenddessen, ne? Einen Job bekommen? Ja? Der Ritter schon mal. Schon zum zweiten Mal. Laber nicht. Lügst doch. So, Dennis wurde Mitte gespottet. Kann Mystic hier die 15. Runde klar machen. Oh, gute Nate, dann kurz. Was ich so ein bisschen jetzt hier bei LGB vermisse, ist das, was das zweite Spiel von Mystic so stark gemacht, diese Unberechenbarkeit. Oh, und jetzt fallen wir durch. Aber Olaf Meister und Exim stehen da sehr gut. Haben sie auch noch die Bombe da drauf? Oh, jetzt kommt der Go. Jetzt braucht er erst nochmal eine schöne Flash und die ist super. Oh, ja, schön. Sehr, sehr schön. Sie kam richtig gut. So, und dann wird die Runde wieder gedreht von Mystic. Ja, aber das ist der Frag von Dennis. So, und der muss jetzt aufpassen, Irek. Und er sieht die Smoke kommen. Oh, wie handelt er es? Die gehen zu zweit auf ins Auto. Wieder geblockt, ja. Schade. Aber auch gut gespielt davon Mystic. Wissen, AWP, da ist direkt eine AWP da am Door. Beziehungsweise vielleicht sogar am Loch. Smoken close weg und gehen über diese Kiste an den Katastrophenausgang raus Richtung Auto. Echt gut gespielt von ihnen. Gehen da gar kein Risiko ein. Ah, dafür gehen sie jetzt das Risiko ein. Oh, One-on-One-Situation, aber Irek kann das da eigentlich gut runterspielen. Bomb liegt für ihn. Schön. Schön gemacht von Irek zur Runde Nummer 15. Drei Matchbälle für Mystic. Das ganze Spiel hier für sich zu entscheiden. Und damit einzuziehen ins Winner Bracket Finale. Mit der Chance, hier direkt ins Viertelfinale zu kommen. Ja, und da muss man einfach mal sagen, da geht es halt schon mal direkt um einen deutlichen Preisgeldunterschied. Natürlich. Also von daher wird hier jedes Match natürlich extrem ernst genommen. Das Niveau wird hier unglaublich hoch sein auf diesem Turnier. So, jetzt wird erstmal wieder kurz eingenommen, Kurzkontrolle. Und Q-Lee durch die Smoke. Dennis down. Olaf duckt sich da rein, deshalb Q-Lee nicht drauf gewesen, Olaf mit dem Frag.
So, währenddessen wird hier B gefightet. A-Spot ist auch drauf. Und jetzt kann Apex vielleicht von hinten was machen. Ich weiß gar nicht, wie so ein Hardstyle mit dem Klein rausgeht. Apex muss doch angesagt haben, dass er A frei ist und die auf jeden Fall anhalten müssen. Ja, aber Apex wurde abgesmoked. Der hätte eigentlich dann mal ein bisschen Druck machen können. Und diese eine Fläche ist dann natürlich zu wenig gegen die beiden Langspieler. So, Runde Nummer 13 steht. Ja, allerdings. Aber wieso das Risiko eingehen? Es waren noch 40 Sekunden auf der Uhr, hätte man einfach kurz durchgehen können. Hatte noch genug Grants bzw. Flashes und Smokes, um Mitte weg zu smoken, raus zu flashen, um sicher kurz durchzukommen. Wäre auf jeden Fall eine deutlich leichtere Aufgabe gewesen, dann den Spot bei gelegter Bombe zu verteidigen. Man hält wieder zu zweit lang. Wird sie wieder komplett offen gelassen von LGB. Olaf spottet da. Gut stiegen. Tsushima macht ihn. Olaf mit der Awe wieder zum B geschoben. Übernimmt er jetzt alleine. Crims wird von B weggezogen. So, jetzt nach vor B in Mitte checken und dann geht's kurz durch. Aber nur als Fake. Die Bombe steht immer noch in der Mitte. Zusätzlich noch Irak unten in der Mitte dabei. Was haben sie vor? Jetzt gibt's nochmal ein Late Go auf den A-Spot. Schütten steht. Axel mit einer harten Offensiv-Posi. Wurde jetzt gespottet. Hat aber gut Damage gemacht und hat's DAE. Aber er ist raus. So, und jetzt kann A-Spot eingenommen werden. A-Spot kann komplett eingenommen werden. Und Harz ist Mitte oben. So, Irak wird's ansagen, dann Harz vielleicht rumziehen. Wird aber da erwartet. Und Lang kommt jetzt ebenfalls zur Mitte. Irak muss stehen und er steht gegen einen. Jetzt schütten da von Lang. Und Kiyoshima fällt und damit das 15-14. Runde ist da für die Jungs von LGB. Ja, zuerst fällt der Spieler da auf kurz, dann von Lang der Frag passiert. Und dann steht man da einfach zu offen am A. Keine Chance, irgendwas da noch gegen zu machen. So, Overtime oder Sieg für Mystic. Ja, selbe Deckung eigentlich. Weit an Lang, beziehungsweise mehr oder weniger A. Drei Leute wirklich auf B stehen gerade, krass. Man erwartet hier scheinbar echt irgendwie einen B-Spit oder ähnliches. Ja, aber sie spielen das, was die letzten Runden immer wieder geklappt hat. Nämlich kurz einnehmen und dann A-Spot halten mit Harz. Der das bisher eigentlich immer sehr gut gehandelt hat, da von Lang aus. Ja, die Runde davor war unglücklich. Hat halt viel Panik. Also die könnten viel, viel früher immer den A-Spot einnehmen. So, jetzt sogar Smoke für CD-Base drop. Kommt aber nicht. So, und jetzt wird ein B-Schiebung angefällt. Irak und Kyoshima und Harz gemeinsam steht noch die Mitte. Also Dennis, der Dennis. Und dann ist Irak da. Irak, schön. Das ging genau auf. Die CDs wusste nicht, von wo sie kommen. Axem. Der Frag muss jetzt schnell her, auf jeden Fall. Axem macht da Damage und schütten. Und das muss das GG sein. Jawohl, da ist der Frag. Und Clan Mystic gewinnt hier. 16-14. 16 zu 14 für Clan Mystic. Schönes Spiel. Und damit der Sieg für die Franzosen, die das Match klar machen.
obwohl sie hier keine Piste